Moin, moin, liebes Musikprofil. Bevor ihr euch an die Analyse von Bachs C-Dur-Fuge aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers macht, möchte ich euch noch zwei, drei Hinweise zu dieser Fuge mit auf den Weg geben oder an die Hand geben. Es ist nämlich so, dass es Bach nicht reicht, dass er erstens schöne Musik schreibt, die zweitens kontrapunktisch gestaltet ist und die drittens ja mit thematischem Material arbeitet, also als Fuge konzipiert ist, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Und das möchte ich euch mal am Beispiel unseres Alle meine Entchens-Themas einmal erklären. Also das Thema in Originalgestalt geht ja so. Ich spiele mal nur den Anfang. Und dass es bei Fugen auf verschiedenen Tonhöhen erklingt, ist klar, ne? Zum Beispiel auch mal von hier. Das war jetzt sogar automatisch mal in Moll, ne, indem ich einfach nur weiße Tasten gespielt habe. Dann steht alle Männchen, meine Entchen auch mal in Moll oder mal in Dur. Das wisst ihr ja, dass das bei Fugen so ist. Sonst wäre es ja ein Kanon, wenn es immer nur dieselbe Tonlage wäre. Gut. Bach geht jetzt allerdings noch einen Schritt weiter und leitet die Stufe 4 ein in seinen Kunstgriffen, so nenne ich das jetzt einfach mal, indem er zum Beispiel das Thema augmentiert. Das kennt ihr schon von dem Long Live for Oriana, ne? Wenn ihr euch erinnert, da gab es ja dieses Long Live for Oriana, was alle Stimmen am Schluss gesungen haben. Und der Bass hat ja gesungen, Long Live for Oriana. Genau dasselbe Thema, nur augmentiert. Also das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wachsen. Also die Notenwerte haben sich vervielfacht und das ganze Thema wurde so um den Faktor 2 oder 4 oder vielleicht auch 8 gedehnt. Und das kann Bach natürlich auch machen. Wenn er jetzt alle meine Entchen nimmt. Und wenn wir das jetzt einfach mal um den Faktor 2 dehnen, also augmentieren das Thema, dann klingt es so. Halb so schnell, ne? Faktor 4 wäre so. Ist es fast schon gar nicht mehr zu erkennen, ne, als alle meine Entchen. Das ist euch vertraut von diesem Oriana-Gesang, die Augmentation. Auch das kommt vor in der C-Dur-Fuge aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers. Außerdem erlaubt sich Bach den Kunstgriff der Umkehrung. Umkehrung bedeutet, dass alles, was im Original aufwärts geht, entsprechend abwärts geht. Also eine Tonleiter aufwärts wird in der Umkehrung zu einer Tonleiter abwärts. Ein Terzsprung aufwärts wird in der Umkehrung zu einem Terzsprung abwärts. Also alle Intervalle bleiben so erhalten, aber eben alles, was aufwärts geht, geht abwärts und umgekehrt. Für alle meine Entchen würde das bedeuten, dass es im Original ja so klingt. Ja, und in der Umkehrung wäre es dann eben so. Muss man nicht von dem Ton beginnen lassen. Man kann ja bei Fugen auch verschiedene Tonlagen wählen. Also ich kann auch von diesem Ton die Umkehrung von Alle meine Entchen spielen. Die klänge dann von hier so. Am Rhythmus ist das Lied irgendwie noch erkennbar, ne? Aber natürlich klingt es ganz anders. Auch dieses Prinzip der Umkehrung kommt in Bachs C-Dur-Fuge aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers vor. Also, gucken wir, ob er das findet, die Augmentation und die Umkehrung und natürlich alle anderen Themen, Einsätze, Engführung gibt es ohnehin auch in dieser Fuge. Ja, viel Spaß beim Analysieren und beim Anhören. Tschüss!